Leute, wir sind zurück bei Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Ich habe die ganzen nutzlosen Nebenquests gemacht und ein bisschen gefarmt. Ihr seht es, wir können hoffentlich alles ausrüsten, aber wir werden erstmal das hier oben machen. Der Schatzdetektor, Schatzruheninformation. Du bist ziemlich gut. Jetzt können wir bei den Hauptquests auch sehen, wie viele Schatztruhen uns noch fehlen. Ist zwar ziemlich Wayne, aber was soll's, sondern rüsten wir noch die anderen auf und dann geht's in die nächste Hauptquest. Kommt erst noch. Längerer Komboangriff für Teba. Okay, nice. So, dann einmal Yunobo. Auch längerer Komboangriff. In mir sprudelt die Kraft nur so. So, und dann haben wir noch Mipha und Sidon. Das sollte nützlich sein. Mipha kriegt 2 Herzen mehr. Oh Gott, sie hat auch fast voll. Und wir kriegen ein bisschen geiles Zeug. So, und dann Sidon. Überlass den nächsten Kampf einfach mir. Auch 2 Herzen mehr. Und dann haben wir hier unten noch Riju. Das müssten dann auch alle sein, glaube ich. 5000 Rubine, ne? Bin ich stärker geworden? Sehr geil. 2 Herzen für Riju. So, das müsste alles gewesen sein, was wir jetzt im Moment machen können. Puh, dann gehen wir Kampf um die Hateno-Festung. Ich würde sagen, wir sind gut gelevelt. Wir essen noch was. Schaden plus 10 und... Nee. Beutequote. Köstlich. So, starten wir rein. Los geht's. Mipha und ihren Gefährten gelang es, die Akala-Festung zurückzuerobern, wo sie auf Rubelo stießen, dem im letzten Moment die Flucht aus dem Institut geglückt war. Das Institut selbst jedoch war in die Hände der Jägerbande gefallen. Zusammen mit Rubelo hatte auch Pura die Flucht ergriffen, war jedoch bereits weiter in Richtung der Hateno-Festung in Nekluda geeilt. Allerdings wurde auch jene Feste inzwischen von feindlichen Kräften belagert. Link und seine Gefährten brachen unverzüglich von Akala in Richtung Hateno-Festung auf. Wer jedoch würde sich nun den Wächtern in den Weg stellen, die sich ohne Unterlass aus dem Schloss in die Ebene von Hyrule ergossen? Es ist wie ein Albtraum. Diesen Albtraum endlich zu beenden, obliegt uns beiden. Aber siehst du nicht diese Übermacht? Dass du mir so selbstlos zu Hilfe geeilt bist, hat mir das Leben gerettet. Und jetzt kann ich Naboris steuern. Wir beide können das schaffen. In Ordnung. Gut so. Also dann, packen wir es an. Nimm meine Hand und halt dich gut fest. Bereit. Dann wollen wir mal. So, wir müssen jetzt einiges wegrasieren, glaube ich. So, weg mit den Wächtern. So, alle 7 Wächter besiegt. Sehr nice. Wächter wurden gesichtet. Ja, das ist mir egal. So, das war's. Aber einer ist noch da. Gut. Gut, das waren alle. Ha! Wegrasiert, easy. Schon haben wir 4000 Gegner weggeballert, Alter. Yeah, moin. Kannst du machen. Durchaus. So, weg.
5000 Gegner, das... Oh Gott, hier sind noch Hunderttausende mehr. So, wir setzen erstmal den Schild ein, damit wir die gleich alle schön wegrasieren können. Auf Wiedersehen. Oh, yes. 6000 Gegner weg. 7000 sogar. So, auf geht's. 30.000 sollen wir besiegen. Alter. Ja, moin. So, damit haben wir schon mal 10.000. So, die beiden sind auch tot. Hier haben wir noch welche. 11.000 Gegner. Dann wieder zurück. Leute, Warner Boris ist nice, oder? Ich feiere das halt richtig hart, mit Warner Boris zu spielen. So, hier sind ein Haufen Gegner, die wir alle wegmachen können. So, das war's. So, und weg. Ja. So, das waren hier fast alle. Ein paar sind hier noch übrig. Alter, das waren alle. Nice. Oh Gott. So, einmal wegmachen. So, jetzt sind wir fast bei 15k. So, easy. So, gleich nochmal Special-Angriff. Da ist ein kaputter Wächter. Das juckt uns relativ wenig. Wir müssen eh jetzt in die Richtung, aber vorher nehmen wir noch die beiden hier mit. Oh yes, das wird jetzt richtig nice, Alter. So, alle weggemacht. So, das juckt mich nicht, was ihr jetzt abfeuern wollt. Wir machen einfach einen auf den und rasieren halt alle weg. Autsch. So, zack. So, mal alle wegmachen hier. Oh, krass. So, und machen wir die alle weg. Alter, das hat nicht gereicht, um alle in der Umgebung wegzurasieren. Okay, man kann die also nur im Sichtfeld wegmachen. Gut, das auch mal zu wissen. So, das waren alle. Also alle Wächter in der Nähe auf jeden Fall. So, die meisten davon sind down. Oh, krass. Jetzt legen sie aber los hier. So, machen wir alle weg. So, alle, die im Sichtfeld waren, sind kaputt. Sehr nice. Tja, was macht er jetzt, Brudis? Schild ist aktiviert. Und das war's dann. Und geschafft. Tja. Easy. Ja. Puh, den ersten Teil für die Hateno-Festung haben wir geschafft. Nice. Aber es geht natürlich noch weiter.
Dieser Feind ist unermüdlich. Königin Urbosa, wir kämpfen weiter, bis der Sieg unser sein wird. Das ist eine echte Gerudo-Weil. Du bist ganz schön hartnäckig. Urbosa und Rijo übernahmen die Kontrolle über Vanaboris, um die Wächter aufzuhalten, die unaufhörlich aus Schloss Hyrule herbeiströmten. In der Zwischenzeit erreichte Links Truppe die Hateno-Festung und nutzte die von Urbosa geschlagene Bresche, um den Feind anzugreifen, der die Festung umstellt hatte. Los geht's! Puh! Auf geht's, wir müssen zur Hateno-Festung. So, neues Ziel wird festgelegt. Wir sollen den Soldaten helfen, dann... Oh Gott. Ja, geht mal weg, Budis. So, mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen. Wir sind gut gelevelt. Vergiss es. So, das war's mit dem silbernen Moblin. Link! Wo ist Impa? Begib dich bitte mal nach da, während wir mit Link dann zu dem anderen Ding da laufen. So, und hier rein. So, der silberne Moblin ist auch weg. Dann wechseln wir schnell zu Impa. Ja, natürlich, Impa kriegt den Feuerleuen ab, ne? So, und zack. So, komm, wir brauchen... Nein, Bombe. Vorsicht, Explosion. Oh, krass, was ging denn jetzt ab, Alter? Das ging ja schneller runter, als ich gucken konnte. Lol. Ah, Dreck. Hat leider nicht mehr gereicht, scheiße. Oh Gott, der macht so viel Schaden, ne? Verdammt! Eis funktioniert nie so richtig, wie ich das gerne hätte. Aber was soll's. Macht euch bereit! Ich kümmere mich darum! So, weg mit euch. Oder weg mit dir eher. So, na, was machst du jetzt, Brudi? Das war's dann für dich. Puh, den hätten wir. Das wäre mit Link schneller gegangen, aber was soll's. Switchen wir wieder. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. So, schnell zur Hateno-Festung. Oh,
Perfekt. Und zack. Ja, die Wächter zu besiegen sollte nicht allzu schwer sein. So, sehr schön. Der erste Wächter ist auch wieder weg. Also der zweite schon. So, vergiss es. So, keine Angst, Zelda. Klappt doch. Was willst du denn? Auch euer Schicksal findet hier sein Ende. Los geht's. Jetzt haben wir mit Zelda die golden, die göttliche Macht. Richtig nice. So, der erste Fluch ist weg. So, hier haben wir noch einen. Und das war's. Die beiden Flüche sind down. Leider kann ich jetzt noch nicht so viel mit Zelda. So, jetzt kann man auch richtig gut mit Zelda spielen, aber wir wechseln gleich zu Link. Und jetzt müssen wir die Hateno-Festung verteidigen. Das heißt, bleibt erstmal in der Nähe von der Hateno-Festung mit Link und schickt Impa soweit immer zu den Dingern. Impa und Link, Impa und Zelda solltet ihr da immer hinschicken, soweit das geht. Man muss aber trotzdem sehr aufpassen, zu wem ihr das schickt, zu wem ihr die beiden schickt. So, und wir kümmern uns mit Link erstmal um alle Wächter in der Gegend.
weil sonst könnte es eklig werden. So, damit ist der erste Wächter down. So, und nehmt ihr auf jeden Fall mit, alleine schon für Materialien ist das wichtig. Autsch. Das hat wehgetan. So, den nehmen wir mit. So, der Wächter ist auch down. So, weil das ist eine wirklich schöne Mission, gerade wenn Zelda erwacht. Macht das mit der Mucke nämlich auch richtig Bock. Gut, Impa ist schon da, dann wechseln wir gleich. Ja, jetzt geht's los. Und deswegen habe ich gesagt, bleib bei der Hateno-Festung mit Link. So, Hyrule-Hauptmann. So, den Wächter nehmen wir mal mit. Der dürfte dann gleich down sein. Weil der kann jetzt nicht mehr viel machen. So, Wiedersehen. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ich muss nämlich jetzt zur Hateno-Festung. Ein weißer Leune. Ja, geil, Alter. Das wird richtig ekelhaft ab jetzt. Weil den machen wir leider immer noch kaum Schaden. So, komm, Link. So, das war's dann wohl, Brudi. So, ersten Schmetterangriff. Aber gerade mal die Hälfte des Lebens erst weg. Die sind halt wirklich richtig kräftig, die Viecher. So, komm. So, gar nichts, ist gut. Zur Hateno-Festung geht gerade niemand. Das ist... sehr gut. Tja, Brudi, ich bin absolut hinter dir. Das hat dir richtig viel gebracht. Nämlich gar nichts. So, ich werde hier jetzt mit Sicherheit keinen Spezialangriff mehr verbrauchen. So, das war's mit dem weißen Leuen. Zwei silberne Moblins. Die sind mir egal. Die werden eh sterben, also Wayne. So, der ist tot. So, der ist auch down. Hier haben wir jetzt einen Blitzwächter. Diese Gegner habt ihr noch nicht gesehen. Die kamen schon in Nebenquests vor, die aber wieder nur aus Besteh und Besiege diese Gegner und sowas bestanden. Deswegen habe ich die nicht gezeigt, weil ich wusste, dass wir die hier halt noch sehen. So, das war's mit dem Blitzwächter. Easy going. Danke, Pura, danke, aber nein. So, wir erobern jetzt erstmal diesen Teil hier. So, ich sollte mich gleich beeilen. So, weg mit dir. Du bist nur ein lächerlicher silberner Bockblin. Und tschüss. So, damit hätten wir das auch erobert. So, jetzt muss ich mich aber beeilen.
Den nehmen wir aber trotzdem hier noch mit, weil die sind relativ schnell besiegt. So, Zelda und Impa sind an ihren Plätzen. Dann geht's gleich weiter mit den Vorposten. Aber erstmal retten wir den Hyrule-Hauptmann, der schon geschwächt da hinten in der Basis hängt. Ah, ein Eiswächter. Interessant. Was? So, auf geht's. So, das war's mit dem. Wie gesagt, ihr seid hier relativ häufig am durch die Gegend rennen, wenn ihr die Leute retten wollt. Hoffentlich kriegen wir den Hyrule-Hauptmann da oben noch gerettet. Das wird sich zeigen. Wenn ich da hinrenne, sollten wir es knapp schaffen. Müssen wir gucken. So, den haben wir auf jeden Fall gerettet, den einen. So, der kriegt den halt aber auch nicht tot, ne? Autsch. Alter, kannst du mal damit aufhören? So, das war's mit dem. Und dann wechseln wir zu Impa. Erstmal. Überlass das mir. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. So, komm, Attacke. Mach ihn fertig, Impa. Das war's. So, dann. Gut. So, Impa macht sich bitte auf den Weg hierhin. Und wir wechseln zu Zelda. Vergiss es, Alter. So, vergiss es. So, komm. Weg mit dir. Oh, scheiße. Wo ist denn Link, Alter? Link soll bei der bekackten Festung bleiben. Link! Katschika! Das wird jetzt richtig ekelhaft. So, weil wenn die Festung zerstören, dann ist vorbei. Dann ist die Quest fehlgeschlagen. Autsch. Als erstes nehmen wir mal den Blitzwächter hier. So, den radieren wir komplett weg. So, und das war's mit dem Lappen. Wie gesagt, das ist eine Quest, die länger dauern kann. Also wundert euch hier nicht. Hier werden wir ein bisschen Zeit verbringen. So, perfekt. Die Hälfte weg. Oh Gott, natürlich trifft er mich. Sowas ist halt richtig nice, Alter. Ihr seht jetzt auch, selbst mit einer overclockten Switch geht hier die Framerate richtig hart in die Brüche, Alter. So, vergiss es, Brudi. Mit diesen Angriffen kommst du bei mir nirgendwo hin. So, das war's mit dem Wächter. Ich muss mich beeilen. Was macht Zelda da eigentlich? Zelda, geh mal hier hin. So, ich kümmere mich um die restlichen Wächter. Oh, willst du es auch versuchen mit deinem Laser?
Ja, scheiße. Na komm. Versuch es. Link, Alter, was machst du denn da? Das hast du ja sauber hingekriegt. Ja, geil. Läuft bei dir. So, das sollte es dann mit dem Feuerwächter auch gewesen sein. Huh, das hätten wir. Der ist down. Aber wir haben noch zwei größere Lappen hier in diesem Gebiet. Nochmal ein Feuerwächter. Okay. Die mögen es halt wohl, ihre Laserstrahlen abzufeuern, ne? So ein bisschen. Tja, Rudi, das wird nix. So, und das war's mit dem Feuerwächter. So, das ist halt auch mit die zweite richtige Quest, wo ihr in der Schlacht seid, richtig? So, Zelda und Impa sind an ihren Plätzen. Dann erledigen wir noch schnell den Eiswächter und dann hat sich die Geschichte hier halt auch mit den Wächtern. Aber noch nicht mit allen. So, das war's. Du strauchelst erstmal. Und dann bist du auch hinüber. Ich übernehme, Link. Mit dieser Macht. Oh Gott. Boom. So, und das war's mit dem Eiswächter. Den Vorposten haben wir. Ja. Impa. So, Impa ist dran. Autsch. Oh, das ist ganz schön schwer. Impa kann halt nicht abwehren. So, komm. So, war's das? Yes. Wir haben alle. Tja, mal gucken, was jetzt passiert. So, das heißt zu Link. Wir müssen Pura beschützen. So, komm, geh durch, Pura. Mach. Es ist alles aus dem Weg geräumt. Du kannst eigentlich durchrennen. Oh, jetzt geht's los. Ganons Donnerfluch, Alter. So, komm, weg mit dir, Rudi. Das war's, oder? Yes. So, dann renn mal, Pura. So, einen Fluch müsste aber noch kommen. So, was haben wir hier? Ja, Ganons Windfluch. Rudi!
Du gehst ja ab, Alter. So, was sollte das denn, Alter? Stirb mal. Gut. So, den hätten wir. So, jetzt muss ich mich aber, glaube ich, beeilen zur Atheno-Festung. Sehr schön. Jetzt können wir die Wächter ohne Probleme ausschalten. So, weil die Wächter können sich nicht mehr bewegen. So soll es sein. So, damit ist der erste weg. Da kommt der Zornwächter. Oh yes. Wir haben ja schon gegen welche gekämpft. Lasst uns aber zuerst mal die anderen aufhalten. So, der Eiswächter ist down. Ach, der ist noch gar nicht down. Ja, moin, der hat das überlebt. Oh, krass. So, er ist jetzt down. So, wir haben noch einen Wächter. Den würde ich gerne mitnehmen, bevor wir uns um den Zornwächter kümmern. So, und das sollten wir auch locker schaffen. Zelda ist schon auf dem Weg zum Zornwächter. So, da haben wir noch den Feuerwächter, den wir mal ausschalten können. So, er wird nicht sterben. Das reicht nicht. Genauso wie beim Eiswächter. Ja, dafür ist er jetzt down. Auf zum Zornwächter. Zelda hat ihn, glaube ich, vor der Akala-Festung aufgehalten. Nee, er ist in der Akala-Festung. Link! So, dann zähl mal auf mich, Zelda. Wir machen dieses. Wir verhauen dieses Ding zu Brei, Alter. So, das war der erste Treffer. So einen Zornwächter haben wir zum Glück schon gesehen. Drei davon habe ich platt gemacht. In Akala. So, ist mir egal. Scheiße. Ah, nice. Das war's dann für dich, Brudi. Und tschüss. Ausgezeichnet. Huh. Nein. Kampf um die Atheno-Festung haben wir geschafft. Nice. Und ein paar Waffen bekommen. Ja, nehmen wir mit. Ah, mit Zelda haben wir einen Haufen Waffen gekriegt. Geil. Und für Impa auch wieder ein ganz schön harter Tobak. Puh. Gut gemacht. Und zwei neue Rezepte. Omelette und Eierpudding. Bitte, hört mir zu. Die Verheerung Ganon ist erwacht und stellt uns vor eine größere Prüfung.
als jemals zuvor. Jedoch, gebt nicht auf und verzweifelt nicht. Steht auf und kämpft! Hyrule hat seinen Ritter, der die Dunkelheit versiegeln wird. Er hat die Titanen und die Recken. Und es hat euch, tapfere Soldaten. Und nun schließt euch mir alle an. Die Verheerung. Ich werde sie mit dieser Macht für alle Zeit versiegeln. Lasst uns nun beginnen. Gleich hier in Hateno. Hyrule und all seine Bewohner müssen gerettet werden. Also nun, was war dein Anliegen? Du bist ja... Ja. Koga, Anführer der Jäger, der Anführer der Jägerbande, er überlässt das Kämpfen seinen Schergen und schläft lieber den ganzen Tag, doch trotzdem würde seine Bande ihm bis ans Ende der Welt folgen. Er unterstützt die Armee von Hyrule, um seine gefallenen Gefährten zu rächen. Huh, jetzt gibt's wieder einen Haufen Quests, hundertprozentig. Oh ja, eine ganze Menge. Ach du Scheiße, Alter. So, Leute, ich werde aber den Part hier jetzt sofort beenden. Im nächsten Part rüsten wir auf. Die ganzen Quests mit den Titanen und sowas, das machen wir alles im nächsten Part. Und ich mache die ganzen nutzlosen Nebenquests. Ich bedanke mich hier bei euch aber fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Hyrule Warriors Content oder wenn ihr mal noch mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!